Hallo Leute und herzlich willkommen hier bei Me Apple Cat. Hallo Leute und herzlich willkommen hier bei Me Apple Cat. Heute will ich euch kurz ein Zubehörteil zum iPhone 5 oder 5S vorstellen. Und zwar handelt es sich dabei um eine Ledertasche. Und hier hinten dran steht sie auch schon. Sie ist von der Firma Blumex und ist eine Echtledertasche. Doch ich würde euch das Teil natürlich nicht vorstellen, wenn es nicht ein, zwei Besonderheiten hätte. Ihr seht schon, wie das Ganze aussieht. Wirklich nach schönem, gebrauchtem, echten Leder. Es fühlt sich auch sehr gut an. Und zum interessanten Teil kommen wir jetzt, nämlich man kann das Ganze natürlich auch aufklappen. Und dann seht ihr, wie das iPhone hier befestigt wird in dieser Schale. Dort wird das iDevice eingeklippt und hier haben wir noch drei Fächer für EC-Karten oder sonstige Karten oder den Führerschein oder was auch immer man ständig dabei haben muss. Ich zeige euch mal kurz, wie das iPhone eingelegt wird. Das funktioniert ganz einfach, indem ihr das hier einmal so einlegt, ein wenig drückt und schon ist das Ganze eingerastet und ihr seht, wie das iPhone hier wunderbar hineinpasst. Das Ganze hält auch wirklich gut fest. Ihr seht, da kann man schütteln und der Halt ist wirklich gut gegeben. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, seht ihr, dass hier unten auf der Unterseite alles freigelassen ist. Das heißt, ihr kommt hier gut an den Lightning Port, an eure Kopfhörer dran und auch die Lautsprecher und das Mikrofon werden nicht bedeckt und nicht beeinträchtigt in der Funktion. Auf der Oberseite ist das Ganze genauso freigelassen. Ihr seht, der Power-Button ist gut zu erreichen. Ich persönlich hätte noch ganz gern gehabt, dass hier auch noch zu wäre, dass das Metall etwas mehr Schutz hätte. Aber so geht es natürlich auch. Auf der Rückseite haben wir hier die große Aussparung wirklich für die Kamera. Das heißt, ihr könnt auch immer noch Fotos aufnehmen, während das Gerät in der Tasche drin ist. Und auch der Blitz ist groß genug ausgeschnitten, dass es dort keine Probleme gibt. Eines muss ich fairnesshalber noch sagen, wer jetzt hier seine Karten transportieren will in dieser Tasche, der hat ein klein wenig ein Problem, denn es sind zwar drei Kartenfächer vorhanden, doch ihr seht schon, wie schwer ich mich hier tue, die einzustecken. Eine Karte bekommt man gut unter, wenn ihr noch das zweite oder dritte Fach füllen wollt, dann wird das Ganze allerdings schon etwas schwieriger. Das liegt einfach nur daran, dass die Hülle so schön dünn geraten ist, wie ihr das hier sehen könnt. Und ja, da ist einfach nicht wirklich der Platz für die Karten. Man kann zwar drei Stück reinpressen, aber wirklich schön ist das dann nicht mehr. Was allerdings noch praktisch zu erwähnen ist, ist hier dieses kleine Fach, das wir hier an der Seite haben. Das eignet sich ganz hervorragend, um ein bisschen Geld mitzuholen. Natürlich kein Münzgeld, sondern Papiergeld. Und dann hat man da schon mal immer etwas mit dabei. Eine sehr praktische und nützliche Funktion, die sich noch in dieser Tasche verbirgt, ist die integrierte Ausstellfunktion. Dazu klappen wir einfach mal das Ganze auf und stellen das iPhone so nach vorne hin. Und schon habt ihr einen wunderbaren Stand, zum Beispiel um euch Videos anzuschauen. Das Ganze ist wirklich sehr praktisch. Ich nutze das Feature mittlerweile wirklich sehr oft, da es sehr angenehm ist. Man hat das Case dann im Normalfall immer mit dabei und kann so jederzeit mal kurz ein Video anschauen auf dem Tisch. Die Funktion ist sehr einfach gelöst, indem hier hinten einfach nur die halbe Lederfläche angeklebt wurde. Den Rest kann man hier ganz einfach nach hinten wegklappen und schon hat man einen wirklich prima Stand. Das Ganze ist auch noch leicht justierbar hier im Winkel, wie man sich das gerne anschauen möchte. Also wie ich finde, sehr simpel und schön umgesetzt. Und das wär's, Leute. Das ist die Ledertasche von Blumex für euer iPhone 5 und 5S. Sie kostet bei Amazon etwa 20 Euro und ist meiner Meinung nach das Geld wirklich wert. Ihr bekommt eine praktische Tasche mit drei Fächern für Kreditkarten, die man, naja, ich sag mal, nutzen kann. Zumindest eine Karte bekommt ihr gut unter. Ihr könnt eure Geldscheine unterbringen. Euer iDevice ist schön geschützt, dass ihr keine Kratzer in den Screen bekommt. Und ihr habt noch einen zusätzlichen Ständer für euer iPhone 5 oder 5S. Und das wäre es dann wieder gewesen, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal hier bei Me Apple Cat. Bis dann. Tschüss. Okay, Leute, ihr wisst, wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Apple iPhone, iPad und Co., die besten Jailbreak-Tweaks, nützliche Tipps, Technik, Spiele und noch mehr, dann geht jetzt zu YouTube und abonniert Me Apple Cat. Die Katze hat gesprochen. Me Apple Cat, nur bei YouTube. Viel Spaß dabei. Rau!